Verehrte Mitfeiernde hier in der Kirche und vor den Bildschirmen. Johannes der Täufer ist die zentrale Figur in der Mitte der Adventszeit. Er ist die Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er ist der letzte der Propheten und der Wegbereiter Jesu. Im heutigen Evangelium hören wir von seinem Auftreten in der Wüste. Er muss eine beeindruckende Erscheinung gewesen sein, mit seinem Gewand aus Kamelhaaren, mit einem ledernen Gürtel um seine Hüften. Er war ein Asket, er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er tritt auf als Rufer in der Wüste. Seine Botschaft lässt sich mit einem Aufruf zusammenfassen: Kehrt um. Er ruft die Menschen auf, umzukehren und bereit zu sein für das, was Gott mit ihnen vorhat. Heute ergeht dieser Aufruf Johannes des Täufers an uns, an Sie, liebe Schwestern und Brüder, hier in der Wallfahrtskirche Maria Hilf, und genauso auch an Sie, liebe Schwestern und Brüder, vor den Bildschirmen. Kehrt um. Was bedeutet das für uns Menschen des 21. Jahrhunderts, heute am 4. Dezember 2022? Ich möchte mit Ihnen den Text genauer anschauen. Im Altgriechischen, das Neue Testament ist in der altgriechischen Sprache geschrieben, heißt es an dieser Stelle metanoiete. Dieses Wort kommt von meta für nach oder jenseits und noein für denken. Man könnte das Wort kehrt um also mit denkt nach, verändert euer Denken übersetzen. Auch Jesus beginnt übrigens seine erste Predigt im Matthäusevangelium mit genau diesen Worten: metanoiete, verändert euer Denken. Ich glaube, dass diese Botschaft der Umkehr vor allem auch in Bezug auf unser Denken heute wichtiger denn je ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache mir viele Gedanken. Wie wird die Zukunft aussehen? Wie werden wir in 20 oder 50 Jahren leben? Wie lange wird es noch Krieg in Europa geben? Welche Auswirkungen wird die Klimaveränderung für unser Leben haben? Wir sind heute mit immensen Herausforderungen konfrontiert. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie verletzlich wir sind. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie abhängig wir sind, zum Beispiel von günstiger Energie. All diese Krisen erfordern von uns ein Umdenken. Wir müssen anders denken lernen. Es geht nicht mehr so, wie es immer war. Wir müssen uns schützen, wir müssen uns einschränken, wir müssen mit der neuen Situation leben lernen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei all diesen Veränderungen geht. Vielleicht sind Sie gelassen und bereit für die Herausforderungen. Vielleicht haben Sie aber Angst und Sorge vor der Zukunft. Ich glaube, dass es uns allen nicht erspart bleibt, umzukehren, immer wieder neu, unser Denken neu auszurichten. Auch die Kirche ist gerade in einem großen Prozess der Umkehr und des Umdenkens. Die Missbrauchskrise hat uns gezeigt, dass einiges falsch gelaufen ist und dass wir in der Kirche nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Umkehr hat auch mit Buße zu tun. Sünden werden öffentlich und bekannt und Menschen bekennen ihre Schuld. Das ist gut so. Auch uns als Kirche gilt der Ruf Johannes des Täufers: Kehrt um, verändert euer Denken. Nun, wohin sollen wir umkehren? Was soll unser Denken bestimmen? Die Kirche kennt keine Umkehr ohne Gott. Eine reine Veränderung des Denkens, ohne dass Gott vorkommt, wäre sicher nicht im Sinne der Botschaft Johannes des Täufers und auch der Jesu Christi. Umkehr im geistlichen Sinne ist eine Hinkehr zu Gott. Und ich finde vor allem eine Hinkehr zu Gott, unserem Schöpfer. Gott hat diese Welt so wunderbar geschaffen. Er hat sie uns als Lebensraum gegeben.
Nicht nur uns, sondern allen Pflanzen, Tieren, Vögeln, Insekten, Fischen, viel mehr. Alles ist mit allem verbunden, schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si. Wir erleben heute, dass wir am Leid der Welt auf eine Weise teilhaben wie kaum jemals in der Geschichte. Der Krieg in der Ukraine wird auch zu unserem Krieg, die Abholzung des Regenwaldes im Amazonas auch zu unserer Sorge, die Not in Afrika auch zu unserer. Alles ist miteinander verbunden. Wir sind uns dieser Verbindung bewusst. Was wir aber oft vergessen, ist, dass unser Denken und unser Handeln auch genauso Auswirkungen auf die Welt, auf Gottes Schöpfung hat. Wir sind Teil des Problems und Teil der Lösung, könnte man sagen. Unser Denken und Handeln hat Auswirkungen. Kehrt um, verändert euer Denken, hat manchmal auch etwas Schmerzhaftes. Johannes der Täufer verwendet im heutigen Evangelium dazu drastische Bilder. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen, und die Spreu wird im nie erlöschenden Feuer verbrennen. Umkehr bedeutet Abkehr von falschem Denken und Handeln. Wir müssen uns von manchen Dingen trennen, die nicht gut für uns und für die Welt sind. Gott ruft uns immer wieder zur Entscheidung auf. Unser Leben soll Frucht bringen. Unfruchtbares Leben hat keinen Bestand. Auf der anderen Seite ist Umkehr auch mit einer Hinkehr verbunden. Ein Kollege von mir sagte einmal: Ich will nicht von etwas weg, sondern zu etwas hin. Das ist eine ganz andere Motivation. Wenn wir von etwas weg wollen, dann haben wir das Schlechte und Ungute im Blick. Wir wollen uns davon lösen und dennoch lösen wir uns nicht ganz, weil wir eigentlich nicht wissen, wohin wir wollen. So etwas hinzuwollen ist ganz anders. Ich habe etwas Besseres im Blick. Das Leben hat eine neue Perspektive. Vielleicht kennen Sie das beim Arbeitsplatzwechsel. Es ist leichter zu wechseln, wenn man schon im Blick hat, wo man hin möchte, wenn man sich schon auf etwas freut, auf einen Neuanfang. Gott schenkt uns immer wieder solche Perspektiven. Kehr um heißt kehr hin zu einem besseren Leben. Die heutige erste Lesung aus dem Buch Jesaja ist eine wunderbare Vision einer besseren Zukunft. Dort heißt es: Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Kuh und Bären nähren sich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Wunderschöne Bilder. Wir brauchen heute Bilder einer positiven Zukunft dieser Welt. Eine Zukunft, mit der alles mit allem auf eine friedvolle und lebensstärkende Weise verbunden ist. Eine Zukunft, in der wir nicht auf Kosten anderer leben, sondern wo einer für den anderen einsteht. Jedes Jahr an Weihnachten können wir ein Stück von dieser Zukunft spüren. Gott schenkt uns seinen Sohn, weil er uns all seine Liebe schenken möchte. Er möchte, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Amen.